Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 340. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle wie am Ende der letzten Folge. Wir haben die Ehre und das unvorstellbare große Vergnügen, hier in Houston, British Columbia, Kanada, bei der Firma Chevron, wo wir ja letzte Folge abgeladen haben, auch wieder neu zu laden. Ich habe mich immer darum gekümmert. Wir sind jetzt hier quasi nur einmal um die Ecke gefahren. Dann müsste jetzt hier irgendwo unser Trailer stehen. Zap, zap, da steht er. Welcher? Der zweite, gut. Halt, verdammt, da ist doch. Ja, habe ich die Orientierung verloren im Spiegel. Das war der erste Trailer, den ich gerade angepeilt habe. War doch nicht schlimm. Wenn wir jetzt wenigstens gerade drunter fahren. Das sieht noch nicht so schön aus. Das sieht schon besser aus. Ja, das sieht schon besser aus. Armen frei. Jut. Würde ich sagen, aufsatteln, Abfahrtskontrolle machen. Oh, und 3 Uhr in der Früh hier. Oder ja, jetzt könnte es schon bald 3:30 sein. So, gut. Hier leuchtet es schon mal. Markerlight geht, Blinker geht. Ups. Markerlights gehen hier auch, Blinker auch. Kennzeichenbeleuchtung haben wir nicht. Oben ist nichts weiter. Blinker, Markerlight, Warntafeln sind natürlich auch dran. Fahrgut, ne? Ja, es wird explosiv. Ja, es wird explosiv. Insider des Truck-Simulators wissen jetzt auch schon, was wir geladen haben, weil es gibt nur eine explosive Ladung. So. Schauen wir noch gemeinsam auf die Karte, wa? Es ist far, far away. 3220 Meilen. Ich wollte eigentlich wieder Richtung Kalifornien, hat sich leider nichts gefunden. Und mein Grund, warum ich da hin wollte, hat sich zeitlich auch noch hinten verschoben, beziehungsweise brauche ich Bedenkzeit. Und ich denke mal, wenn das hier nicht genug Bedenkzeit ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Mobile. Können wir mal runter, das muss sehen. Mobile in Alabama, unser Ziel. So. Die Tour führt uns jetzt erstmal über die British Columbia 16 nach Prince George, Jasper, wo es dann nach Saskatchewan hineingeht. Da wird es dann zur, Verzeihung, nicht Saskatchewan, nach Alberta. Nach Alberta geht es hier rein, wo es dann zur Alberta 16 wird, weiter Richtung, hier sind wir in Alberta, weiter Richtung Jasper, genau, jetzt habe ich es. Und dann Richtung Calgary, vorher
bevor wir nach Calgary ist noch Alberta. Hier geht's dann über die Grenze nach Saskatchewan an Maple Creek vorbei, Regina vorbei, wo wir dann hier irgendwo über die Grenze nach Manitoba fahren. Wird's dann hier zu Manitoba 1, Virden vorbei, Virden, Winnipeg biegt man dann quasi hier ab auf die 75, Manitoba 75 Richtung Süden. Hier geht's dann über die Grenze nach Kanada, nach USA rein, von Kanada in die USA, in den US-Bundesstaat North Dakota, Grand Forks, fahrt schon da unsere Richtung, wo es dann auf die Interstate 94 geht. Richtung Osten in den Bundesstaat Minnesota, Minneapolis vorbei, wo wir dann in den Bundesstaat Wisconsin fahren und dann weiter Richtung Milwaukee. Hier wird es dann schon zur Interstate. Hier ist ein Stück 90. Das kann nicht sein. Das ist bestimmt falsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das hier unten die 94 ist und hier die 94 und hier die 90, ist hier garantiert die 90 zu Ende. So, auf jeden Fall geht es dann hier die 94 nach Milwaukee, wo es dann in den Bundesstaat Illinois reingeht, nach Chicago, auf die Interstate 57 Richtung Süden. Geht's grob Richtung Memphis hier, ne? Vorher biegen wir aber schon ab auf die Interstate 24 Richtung Osten in den Bundesstaat Kentucky, Nashville, da unsere Richtung. Nashville allerdings schon, das ist ja Kentucky, ist nur dieses kleine Stückchen hier, Bundesstaat Kentucky. Und Nashville hier ist schon Tennessee, wo es dann auf die 65 Richtung Süden geht. Ja, vom Prinzip sind wir hier schon in Alabama, ja. Und hier stehen sogar die, aha. Steht es überall? Nee. Hier steht AL, Alabama. Das könnten, ach hier auch, Alabama, Tennessee. Cool. Könnten sie überall so machen. Macht es etwas einfacher. Das sind zwar nur die Abkürzungen, aber mit der Zeit kriegt man die auch raus. Gibt es ja nur 50 in den USA. Ja, dann kommt noch, gut, reden wir nicht weiter drüber. Ja, mein Plan ist heute eventuell bis kurz vor Calgary zu kommen hier. Hier ist die Rest Area, da möchte ich gerne Pause machen. Wir haben jetzt bis 15 Uhr Zeit von der Sache her hier zu fahren. Es ist jetzt, ich könnte es nur mal kurz einblenden, wie gesagt, wenn wir es 3 Uhr, es wird es 3 Uhr 18 sein. Ja. Und da geht das hier los. Ja, ich hatte es heute schon angedeutet, explosiv, ne? Gefahrklasse 1. Gefahrgut, Gefahrenklasse 1. Explosive Stoffe. Wie gesagt, gibt es im Truck-Simulator nur eine Ladung, die in die Gefahrenklasse, in die Rubrik reinpasst. Und das ist richtig Dynamit. Wir haben Dynamit geladen. 26.500 Pounds, umgerechnet 12 Tonnen. Also ganz entspannt, ne? Kennen wir ja im Prinzip. Ist doch schön, wenn man mal 12 Tonnen Dynamit hinter sich beherbergt. Ganz beruhigend dann fürs An und für sich, also brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, Houston Mobile, wir haben es gelesen, 3220 Meilen, umgerechnet 5345 Kilometer. Laut Navigationsgerät 68 Stunden Fahrzeit, das sind auf die 14er Schichtzeiten zurückgerechnet. Fahr. Du bleibst stehen mit deinem Bus. Sonst wird das nix. Ja, auf die Schichtzeit zurückgerechnet 4,8 Tage.
brauchen wir ja noch anhalten. Ach, der Held, der lässt uns raus. Zu gütig einfach, zu gütig, oder? Ja, Vergütung. Richtig gut. $2.05 pro Meile. Guck noch, so eine Pauschale mit drauf. Summa summarum sind wir bei $6.707 für den Auftrag. Wie gesagt, da haben wir aber auch gut und gern 4 Tage unterwegs sein. Ja, ich habe mir einmal zwei Mods angeguckt von Tom Dooley. Einmal für den Peterbilt 579 und einmal für den Kenworth T680. So mal, wie dicht ist denn der denn aufgefahren jetzt? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Total krank. Da war gerade ein 680er, der Kenworth, der Weiße. Der gefällt mir noch am besten. Das ist so mein aktueller Trend. Das Problem, was ich festgestellt habe, ich habe mal so ein paar Händler abgeklappert und habe da mal so ein bisschen mich informiert. Habe mir einen mal zusammengestellt. Bist du mit $180.000–$190.000 dabei. Gell? Muss ich dazu sagen, wäre drin gewesen ein Cummins ISX 500 und ein Eaton Fuller 18 Speed und die größte Kabine, die es gibt, den High Rise. Also war jetzt hier nicht hier irgendwie Kleckerkram oder so oder hier Sparflamme oder irgendwas. Ne, also das war schon hier von der Ausstattung her Vollgas. Ne? Einfach nur Vollgas. War richtig geil. Also kann man sich aber auch vorstellen, dass man so ein Ding mal so 1,5 Millionen Meilen hier rumschleift. Ne? Das ist wirklich cooles Ding. Und wie gesagt, $180.000–$190.000. Wir haben aktuell $96.000 Eigenkapital. Wir könnten noch ein bisschen was von der Bank uns holen. Und ja, also bei so einem Fahrzeug steht fest, dass der hier wegkommt. Aber da gebe ich den ab. Weil für den kriege ich noch so um die $50.000 und die brauchen wir dann. Die brauchen wir dringend. Wenn wir uns so ein Fahrzeug holen wollen, das wird sonst nichts. Jetzt will ich eigentlich auch, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit vergehen lassen hier. Dass wir dann mal zusehen, wie sich das hier so entwickelt, denn wir haben insgesamt ja 3 Kredite, kaum will ich sagen, wird auch schon die Kreditrate abgezogen für den heutigen Tag, 3 Kredite am Laufen. Zweimal waren das $250.000 Kredit und dann war noch ein $100.000 Kredit dabei. Der $100.000 Kredit, den könnten wir jetzt von der Sache her schon abbezahlen. Den könnten wir jetzt zurückzahlen, komplett. Will ich jetzt aber noch warten, weil wenn ich den jetzt zurückzahle, bleiben mir noch $2.000 oder so auf der hohen Kante. Und das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall auf der Tour tanken, noch bevor wir die Tour zu Ende fahren. Sprich, das Geld muss ich quasi vorschießen, mehr oder weniger. Und da wird es knapp mit dem Bargeld in der Tasche. Da wird es dann knapp. Deswegen möchte ich jetzt warten.
tanken möchte ich nach Möglichkeit in Kanada gar nicht, weil die Preise hier einfach jenseits von Gut und Böse sind. Ich habe mich mal informiert, wir fahren mal in die USA rein, fahren, ist ja der erste Bundesstaat North Dakota. Da sind wir preislich bei aktuell $2,95 pro Kanone. Ja, das ist schon eher was. Eigentlich ist es sogar schon recht günstig. Also viel günstiger gibt es das gar nicht in den USA. New Mexico ist noch ein bisschen billiger mit $2,87 pro Gallone aktuell. Aber ansonsten Kalifornien hier, utopisch hier, brauchst du bald gar nicht mehr hinfahren. Schade, dass wir da unseren Firmensitz haben. Ne? Kalifornien sind sie bei auch weit über $3. $3,50, $3,60, $70, $80, keine Ahnung. Auf jeden Fall deutlich über $3 pro Gallone. Weiß nicht, wo die Preise hernehmen. Absoluter Wahnsinn. Weil das auch schon wieder Jammern auf sehr hohem Niveau ist, ne? Im Vergleich zu Deutschland ist das natürlich immer noch ein Spottpreis. Quietschgrüner Tee, was war das? Canvas Tee, irgendwas, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Die Kurve wäre voll gegangen, ich habe es auch gemerkt. Ja, der Holzkutscher. Ah, ne, das war ein Eisenrohr. Entschuldigung, ich dachte, oh, wo ist der Eisenrohr? Ich dachte, das wären so zwei oder drei große Stämme gewesen. Also jetzt mal zusammengefasst, wir werden uns bald einen neuen Truck kaufen. Jetzt nicht diese nächste, übernächste Folge, aber wird schon irgendjemand kommen. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben von wegen, weil ich eigentlich gesagt hatte, wir müssen eigentlich, oder ich würde ganz gerne dann wieder nach Sacramento fahren dafür und dann halt dort irgendwo in Kalifornien den Kauf absolvieren. Ist jetzt aber nicht so wichtig, weil wenn wir es so machen, wie ich es eben gesagt habe, den hier abgeben und halt was Modernes her, dann, aber das ist ein 680 gewesen, ne? So einen wollte ich mir kaufen oder möchte ich mir ganz gern kaufen. Wenn wir das machen, dann ist das ja nur ein Tauschgeschäft von der Sache her. Ist eigentlich auch nicht wirklich wirtschaftlich profitabel. Normalerweise müsste ich sagen, hier ist noch einer. Wir müssen den fünften Stellplatz, den wir haben, ausfüllen, weil wir haben ja jetzt momentan 4 LKWs in der Firma, ne? Und davon, oder nicht andersrum, wir haben 5 Stellplätze für unsere Garage, also könnten 5 Trucks kaufen, aber davon sind bis jetzt nur 4 besetzt. Also wirtschaftlich wäre es eigentlich besser, nochmal was Günstiges zu kaufen, ja, und einen zusätzlichen Fahrer noch zu holen. Das wäre eigentlich besser.
vielleicht lasse ich mich auch nochmal hinschlagen, weil das ist $180,000, du, da muss eine alte Frau verdammt lang stringen für. Das ist echt heftig. Vielleicht machen wir das dann auch doch noch so, dass ich mir vielleicht nochmal so ein Peterbilt hier hole, die sind ja komischerweise spottbillig. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass das in der Realität auch so ist, aber wir nehmen es einfach mal so hin. Und vielleicht findet sich ja jemand, der das Ding hier fahren will. Und dann gaben wir uns vielleicht noch ein Peterbilt. Ja klar, möchte ich gerne mal was Moderneres fahren. Also, was heißt was Moderneres? Der 389, der Peterbilt 389, der ist ja auch modern. Da war gerade einer. Ja, der hat halt nur noch diese von außen, halt diese Oldschool-Form, diese eckige Kastenform. Ne? Das ist alles. An für sich sind das ja auch moderne Fahrzeuge. Das ist ja jetzt kein steinalter Schleifer oder irgendwas. Ah, ein bisschen die Kehle anfeuchten hier. Das wäre eigentlich wirtschaftlich gesehen die bessere Option. Ist ja völlig wurscht. Also egal, wie ich mich dann entscheide, und ihr könnt auch gerne auch nochmal eure Kommentare dazu abgeben. Ihr habt schon einige gelesen in den letzten Folgen, wo ich euch gefragt hatte oder darauf angesprochen hatte. Ja, da kamen schon einige Kommentare und Meinungen dazu. Aber ihr kennt mich, völlig egal, was wir uns kaufen. Ob das ein T680 wird, ein 389 oder vielleicht doch ein 579. Völlig egal, ihr kennt mich, die Karre wird auf jeden Fall geil. Die wird auf jeden Fall geil. Ich könnte manchmal Stunden und abermals Stunden hier an einem Tag mich hier hinsetzen und gar nicht fahren, sondern einfach nur bei dem Truckstore reinmarschieren und mir da LKW konfigurieren. Da habe ich. Da hatte ich schon mal den ganzen Abend hier am Rechner, hab da nur LKW konfiguriert. Danach 3 Screenshots gemacht und alles wieder über den Haufen geworfen. Hammer. Schöne Fantasien. Kann man sich mal richtig ausleben da und mal diesen harten Packeralltag hier einfach mal hinter sich lassen. Ach ja. Sind wir jetzt ja eigentlich, sind wir eigentlich jetzt schon an Prince George vorbei oder wie sieht das? Uppala, das wollte ich gar nicht aufmachen hier. Wo waren das? Wenn ich mir mal meine Tastenbelegung merken würde. Da. Ach, wir fahren wieder nach Süden, da sehen wir wieder nichts. Wo ist cool denn hier rum? Ja.
Komm, mal ein paar Kurven hier. Muss man ja direkt mal mit dem Fußgas geben, das ist ja Wahnsinn. Kurz hier schauen, was ist Zeit? Ach, es ist ja noch gut, aber nur in Morgens ist es ja früh am Tag. Ja, 15 Uhr müssen wir Pause machen. Three o'clock p.m. Wir haben nur zusammengehört, oder? Das waren da jetzt zwei so grünliche, so Frosch. Flipflop, grün, also die Zugmaschinen nur, Auflieger nicht, aber Zugmaschinen. Stell dir mal vor, du arbeitest hier an der Tankstelle. Und hast hier jeden Tag 300 Meilen Arbeitsweg bis in die nächste Ortschaft. Schaffst du gar nicht am einen Tag, musst du auf Montage hierher. Nochmal eine Woche arbeiten hier. Das hörst du oft, ne? Auch hier in Deutschland. Ne? Und was machst du beruflich? Ach, ich arbeite an der Tankstelle. Ah, oh, die ganze Woche auf Montage. Mm. Auch nicht schön. Das ist schön. Genau. Hau ab hier. Alte Schnarchnase. Aber da haben wir bestimmt gleich den nächsten vor uns. Aber das sollte man auch im Verbrauch eigentlich sehr positiv merken, wenn du hier die ganze Zeit nur 55 fährst. Aber es interessiert mich nicht. Nee, ein bisschen müssen wir auch hier vorankommen. Sparsame Fahrweise, alles schön und gut, aber es muss schon irgendwo im Verhältnis sein.
gucke auch immer ganz weit nach vorne hier. Jetzt hier gucke ich, beobachte den Verkehr. Der wird gar nicht so weit berechnet, wie ich gucken kann. Und beobachte die Trucks, wie die um die Kurve fahren zum Beispiel. Und versuche dabei schon zu erkennen, wie stark oder steil oder eng die Kurve ist. Weil die sieht mir relativ eng aus. Da konntest du schön lange vorher vom Gas gehen. Konntest ihn rollen lassen. Und später hätten wir wirklich nicht vom Gas gedurft. Voilà. Während wir jetzt hier die Provinz Alberta befahren. Tja, Alberta, ich hab's ja... Ah ne, das erzähle ich euch nächste Folge. Wir sind nämlich schon am Ende einer Folge. Wir haben schon Überlänge, um nicht, um es genau zu sagen. Und ja, wenn es euch bisher gefallen hat, ja, lasst mir Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was es Zeug hält. Und ja, hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Quatschen rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.